Guten Abend, die Herrschaften, und Come on, willkommen Demenz, zurück you zu walk. Let's Battle. Ich habe hier eigentlich schon die Aufnahme hoch angefangen, aber Yes. irgendwie bin ich anscheinend auf die Come on, Taste schon what's wieder that? gekommen, dass die Aufnahme abbricht. Immer schön wieder auf Raute gekommen. Ich dachte, ja, Raute drückst du doch nie, kannst du doch die Aufnahmetaste auf Raute legen. Mittlerweile weiß ich, dass ich es eigentlich anders hätte machen sollen. Naja. Ich guck mir die Guillotine an. Aber live, ne? Ready. So First-Person-mäßig. Wo ist das jetzt schon wieder hin? Optionen, UI-Optionen, bla 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 bla. Bla bla bla, hat er jetzt schon wieder was geschrieben? Ja, es sind übrigens alle vier Deutsche hier. Yes. Und ich muss jetzt mal. Sorry, aber ich muss die Musik jetzt anmachen. Das ist sonst für mich einfach viel zu leise. Ich krieg das nicht hin, die ganze Zeit hier normal rumzuhängen bei der Musik. Sollte der jetzt geschützt sein? Na, keine Ahnung. Ich hoffe, ich mische das so leise, dass das nicht zu hören ist. War nicht so laut, besser gesagt. Ich spiele jetzt wieder mit den Briten. Ich wechsle aus eurer Sicht, also aus Zuschauersicht, wechsle ich ständig mit den Völkern, aber ist das gar nicht so. Eigentlich, na gut, ich wechsle auch nicht aus Zuschauersicht mit den Völkern. Ich nehme bloß die meisten Spiele gar nicht erst auf. Die ich aufgenommen habe, habe ich meistens gelöscht, weil wir dann irgendwie uns nicht konzentrieren konnten, weil wir uns auf irgendwas geachtet haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da meistens verloren und das hatte ich dann keinen Bock. Eigentlich bei so einem sicheren Gefühl, ja, komm, wir gewinnen doch eh und dann verlieren wir. Und das war nicht so drin. Nee. Kann man nicht ändern. Muss man akzeptieren. Ich hoffe auf jeden Fall, wir gewinnen jetzt diesmal. Chancen stehen gut, weil das sind nicht gerade die Überpros dort. Deswegen wollte ich mal gucken, wie gut ich jetzt auch mit Aufnahme bin. Es dauert jetzt immer noch so ewig, die Herrenhäuser zu bauen. So, bitte jetzt nicht auf Aufnahmetaste zu kommen, das wäre gefährlich. Und falls hier einer von euch bemerken sollte, dass wir auf irgendein Spiel hinweisen, was wir gerade gespielt haben, dann kann ich nur dazu sagen, das war ein Vertragsspiel, wo irgendwelche Spacken dann ganz schnell Blockade gegen uns gehetzt haben. Während ich zwar auch schon im Imperialzeitalter war, aber die haben sich wahrscheinlich die ganze Zeit gegenseitig Gold geschickt. Das gegenseitig eine hat wahrscheinlich die ganze Zeit Gold abgefarmt von dem anderen. Naja, das war nicht so schön, muss ich sagen. Ich möchte bitte jetzt in den UI-Optionen das die Spielerpunktzahl. Das ist denn so schwer, verdammt. Normalerweise müsste das hier noch kommen. Oh. Das muss jetzt aufgebaut werden. Nein! Doch kein scheiß Viehstall. Was auch sinnlos ist, es wird ja hier angezeigt, dass die Herrenhäuser. Hier wird es auch angezeigt, dass 87 kosten. Hier wird angezeigt, dass 88 kosten. Ja. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir erstmal die 5 Siedler. Und ein Grund, warum ich auch die Briten jetzt genommen habe und nicht mehr zu viel den Osmanen, ist, dass ich. Ja, ich kann mal wieder ein paar Siedler ausbilden.
ist, dass die Briten auch im späteren Spiel noch ziemlich gut sind. Vor allen Dingen, ich sage ja nur Musketiere und so, ne? Ne, da, Goldmine. Ah, scheiße, ich wollte doch gar keine Musketiere machen. Nein. Idiot doch. Oh, er hat auch schon das Königshalt halt erreicht. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte. Also, die haben sich übrigens zusammengeschlossen in ein Team, ne? Also, wir haben jetzt nicht an uns... Also, der Typ hier, der und ich haben uns jetzt nicht zusammengeschlossen zu einem Team, dann bevor die irgendwie was machen konnten. Nee, nee. Die haben das selber gemacht. Die wollten unbedingt in ein Team gehen. Ja. Yeah. Ich würde gerne jetzt mal 300 Holz haben. Dankeschön. So, was ist hier für ein Schatz? Oh ja. Das schon. Ja, okay, wir können weitergehen. Schneller! Nicht ist. Hier wird nicht angehalten. So weit kommt's noch. Kommandement? Richt. Richt. Unter. Gibt's denn noch irgendwelche Schätze, die ich leichter gattern kann? Nee. Zwei verirrte Kälber? Ich glaube, das brauche ich nicht. Hier hingehen. Was ist jetzt schon wieder los? Kein Holz mehr. Immer die Siedler auf keinen Fall auf einem Haufen lassen. Das würde nämlich nicht so gut laufen. Unter seine Einheiten. 6, 12, 14? Können das System doch flotzen? Oh, süß. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt süß oder lästig finden soll. Finde ich es einfach erstmal süß. Richt. Forster. Heil. Richt Forster. Ready. I wall. Immer unter. Ready. Commandment. Yes. Nee, da würde ich mich jetzt noch nicht vorwagen. So, mal schauen. Gold haben wir eh viel zu viel. Ja, können wir gut zum Agent dann gebrauchen. Trotzdem kann ich jetzt nochmal drei abknapsen. Und dahin packen. Sicherheitshalber mache ich nochmal 4 Pikeniere. 5. Falls sie mit Kavallerie ankommen, das würde nämlich nicht so gut laufen. Musketier, Grenadier oder LP. Machen wir erstmal. Angriff. So, dann bauen wir noch so eine Fuhre. Hat jetzt noch, ja, hat jetzt schon ein paar mehr. Sammelt schneller Nahrung, ihr Penner. Unter.
Warte, ich hab's gesagt, gleich. Nicht jetzt. Verstehe, warum versteht man die mich denn nicht? Ah, Spiral Mountain. Vom neuen Album von Black Robinson. So, 20, 20, ich hab 50 Mann. Ich finde dieses Badam Badam so herrlich, wie er das eingebaut hat. Ist einfach vernichtet werden. Also wenn er jetzt meine Armee sieht, dann kriegt er wahrscheinlich einen Schock. Wie sie sich einfach hier zusammengeschlossen haben. Aber das wird dir nichts nützen. Commandement. Commandement. Imenso. Iwol. Uricht. 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 Forster. Yes. Könnte ich ruhig immer ein bisschen mehr bewegen. Los. Oh, da, da. Das ist die Goldmine, die ich gesucht habe. Wusste ich doch, da gibt's eine. Oh, süß. Wie putzig. Nein, greift er erstmal damit an. Okay, diese Geschichte. Ich meine FP fast noch für, weiter nach vorne packen können. Oh, hab das schon. Na gut. Oh, ich hab ein bisschen Nahrung, ne? Möchte ich mal so anmerken. So, jetzt kann ich auch agen. Endlich! Und dann kann ich meinetwegen auf die Goldmine gehen. Na komm. Gehst du zu den anderen? Ihr könnt auch da reingehen, ich hab nur genug Nahrung. Der baut nicht mehr, das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon raus ist. Rot ist definitiv noch nicht raus, das sehe ich. Nein, okay, die lassen auch noch nicht raus. Weiß ich, aber irgendwie finde ich das echt süß, dass er noch was aufgewählt hat. So, will man noch einen Schwung solche Einheiten. Oh, hat er doch tatsächlich noch seine Burg fertiggestellt. Ja, nee, das finde ich jetzt aber nicht so schön. Und weg. Vor allem im dritten Zeitalter habe ich ja dann nochmal den KK-Musketier-Grenadier-Angriff. Dann habe ich ja noch den Veteranen-Grenadier überhaupt. Die sind dann richtig überpowered. Also voll upgegradet machen die dann im Imperialzeitalter 171 Schaden mal 1,3 gegen Gebäude. Und ich denke, das ist schon ganz ordentlich. Come on, ready.
Ah, gut. Er weiß es immerhin. Er darf nicht die Häuser angreifen. Sehr schön. So. Da und da. Muhaha, das geht gleich ab. Und der erste hat aufgegeben. Sehr schön. Das war doch mal ein erfolgreiches Spiel. Oh, ihr mag dies. Ja, das war gut. Und es wird. Oh, Menno, haben wir es noch nicht geschafft, dann so abzugraden. Ah, schade. Ach, ich mag die Briten. Na gut, das war's von meiner Seite. Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, im nächsten Video oder sonst wo. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dann, Leute, haut rein und tschüss.